Gut, dann geht's hier weiter. Eine Kiste, zweimal Eis. Ja, hier guck ich auch nochmal. Okay, dann geht's jetzt hier weiter. Okay, das Wasser. Was ist die Kiste? Eine Möhre. Sehr schön. Oh, jetzt müssen wir ins Wasser. Okay, da eine Wand davor. Oh, da ist eine Kiste. Ah, oh, dann muss erstmal das Wasser, glaube ich, sinken. Ah, oh, toll, jetzt komme ich so gar nicht zurück. Okay, das. Okay, da muss ich alles. Muss ich hin? Ach, hier. Ah, die Wand nach oben wahrscheinlich. Ach doch, ich komme doch hier raus wieder. Jo. Ah, wir dürfen jetzt gegen Kame kämpfen, wo ich gesagt habe, dass das Monster eine Ähnlichkeit hat mit Totok. Das heißt mein Schleimschuss. Jo. Ja, so gefährlich sind die. Oh, die können schon Schild Level 3. Okay. Schlammkanone. So, du dürftest jetzt durch den Giftschaden sterben gleich. Das heißt, ich konzentriere mich hier schon mal um die zweite Schildkröte, sage ich jetzt einfach mal. Kame heißen die, ja. Jawohl. Gibt es du ihn auch schon mal bitte? Danke. Blitzschlag. Ihn. Oh ja, schön, schön, schön. Ja, komm schon, kann ich, ja. So, du bist schon mal besiegt. Und du machst das. Ja, Feuer, komm, komm. Wirbelwind machst du. Ja, komm. Und besiegt. Oh, noch mehr Wasser.
Okay, erstmal wieder vergiften. Wir kennen ja die Leier schon. Ja, eigentlich auch Gewitter machen. Boah, das ist jetzt echt fies, ey. Dann wie ich hab schön gebufft, ey. Muss ich das halt so machen? Okay, die meinen es ernst. So, dann vergifte mal den Elephantom. So, ja. So. Damit es schon mal eigentlich noch schon mal weniger ist. Und um was wir gewinnt. Und jetzt ist nur noch Elefanton da. Wow, 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 wow. Hallo, hallo, hallo. Mach mal nicht so einen frechen Schaden. Deine Buffs sind weg. Das macht halt die Flamme. Jawohl, besiegt. Ja, also ihr merkt es natürlich, weil die Gegner auch immer stärker werden. Ziehen sich auch hier die normalen Kämpfe in sich extrem in die Länge. Oh, drei Elefantomen. Okay. Okay. Oh, wiederherstellen. Toll. Psychokinese. Ostwind. So. Du hast nur ein paar, hast zwei. Den mittleren erstmal wieder vergiften. Toll. Oh Mann. Boah, die sind so nervig, ja, die Nein. Oh.
Oh, boah, die sind hier noch nerviger als die Katzen im Schneegipfel, ey. Eieieiei, und jetzt darf ich den vorderen erstmal wieder... Oh, vergiften, das ist doch ätzend. Meine. Ja, zumindest ist einer schon mal weg. Sehr gut. Oh, darf ich den schon wieder vergiften? Ich hoffe, du stirbst gleich an einem Giftschaden. Ja, gut. Oh mein Gott, also drei waren ja echt nervig jetzt. Rekomio. Oh Gott, ich weiß jetzt schon, was ich hier machen muss. Lass mich raten, das geht auf Zeit bestimmt. Ja. Schon verkalkt. Ah, ich darf jetzt nicht an den Kanten mich hier aufhalten. Jawohl. Gut, das war aber knapp. Purpurjuwel. Oh, okay. Immerhin keine 3 und den Elefantom, ey. Blitzschlag. Und du warst Wirbelwind, ja. Müsstest jetzt tot sein? Jawohl. Sind nur noch 2 Gegner da. Solange ihr euch nicht heilt, ist alles im Bereich. Jo, das war kurz. Jawohl, perfekt. So, deine Buffs müssen weg. Aber das ist egal. Das ist jetzt egal. Vergiften kann ich dich sowieso jetzt wieder. Warum habe ich das denn jetzt gemacht? Das Feuerattacken, das hätte ich machen müssen. Ah, das ging besser. Und gleich wieder ein Level up. Boah, schon wieder ein Scheiterrätsel. Ja, also ihr merkt es. Ja, haket es. Von Schalterrätsel. Was hat das jetzt gemacht?
super. Da. Band. Ja, da muss ich später nochmal kommen, wenn ich höher besser fliegen kann. Glaube ich besser. Kann zwar so ausprobieren, aber so, nee. Nee, ich komme lieber nachher später nochmal wieder, wenn ich, wie gesagt, besser fliegen kann. Noch höher springen kann. So. Dann gehe ich jetzt, auch wenn das hier mit Wasser ist, gehe ich trotzdem mal. Anders. Da bleibt es eigentlich. Ja, ich weiß. Ja. Nee. Wasser, das muss hier weg. Vielleicht klappt es dann besser. So, da links war ich ja auch noch nicht. Jetzt habe ich erstmal hier wieder kämpfen. Erstmal die Kobra. Vergibt er erstmal die anderen zwei Gegner noch, bitte. Jawohl. Hauptsache die Kobra ist weg. So, alle Gegner vergiftet. Das ist. Ja komm, mach die Schnappkanone. Das ist unnötig. Das ist echt unnötig, was du jetzt gemacht hast. So verzögerst du doch nur den. Die Länge, das ist doch unnötig. Bist sowieso jetzt tot, also hat das letztendlich nichts gebracht. Und Level up! Sehr schön! So, was kannst du denn jetzt? Eine Buffs. Beim Verleihen eines Buffs wird das Ziel um 50% der Magie des Monsters geheilt, okay. So, oh, eine passive Fähigkeit. Dieses Monster beginnt den Kampf mit sieben Ladestapeln. Oha. Okay, krass. Du kannst den Zyklon jetzt. Trifft alle Gegner. Voller Schutz.
Richtet den nächsten Angriff auf jeden Verbündeten, stattdessen auf dieses Monster, schützt sich selbst mit einem Schild in Höhe von 150 plus 20% Verteidigung. Wow. Was? Oh, du warst statisch. Nicht kritische Treffer verursachen 20% mehr Schaden. Und machst Mana Plus. Mehr Mana und mehr Mana-Regeneration. Sehr gut. Okay, ja, es wird langsam was. Bin immer stärker und stärker und bekomme mehr passive Fähigkeiten, was sehr gut ist. Königstrille, okay, danke, danke. Nee, da, nee, da. Moment mal, wo geht's denn jetzt weiter? Da oben wahrscheinlich. Moment. Aber nee, hä? Eigentlich müsste es doch hier weitergehen. Okay, Moment, hab ich irgendwo was übersehen? Aber wo ist die Frage? Das ist ja hier der Turm. Ah, wo habe ich was übersehen, ist die Frage. Eigentlich kann es doch noch irgendwo weitergehen. Oh. Wo ist der nächste Schalter für den Turm? Das ist jetzt hier die Frage aller Fragen. Ich habe irgendwo einen Schalter übersehen. Gleich sterben durch den Giftschaden. Ah, ne, erstmal die Echse. Toll. Genau, weil ich finde, die Echse, die tut ein bisschen mehr weh als der Elefantom, ja doch. So, giften. Und du machst jetzt... Hier bitte. Du machst Wirbel mit. Ist nicht alle immer auf dem Drachen. Danke. Nee, komm, Schleimkanal. So, Federschwung reicht vollkommen aus und mach's
mal die Säule in der Flamme auf ihn, damit die zwei Buffs von ihm weggehen. Voll. Da gibt es ihn. Du machst Explosion. Du machst Feuerklau. Jawohl. Oh, eine leckere Erdbeere.